Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zum neuen Part von Let's Play Super Mario Bros. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Im letzten Part, das war also gleich der erste Part, haben wir erfolgreich ein bisschen geschaut, wie funktioniert das Spiel. Haben sie erst ein bisschen umgerätselt mit dem Multiplayer und sind dann darauf gekommen, dass wenn einer verreckt, der nächste weitermacht, so dann ein bisschen Game Over. Und das erste haben wir auch gesehen. Das Spiel ist ganz schön hartnäckig. Wenn man mal dran denkt, ist es so, dass man, wenn man Game Over hat, immer vom Anfang des Devils an. Das vom Game. Ich weiß nicht, ob es direkt komplett vom Anfang ist oder vom Anfang der Welt. Das weiß ich nicht mehr. Kann so ganz vom Anfang sein. Auf jeden Fall hart. Da gibt es natürlich bei der NES Classic Mini, heißt das Ding, sorry, gibt es eine Möglichkeit in dem Menü, dass man den ganzen Spaß einfach Wissen speichern kann. Mit Speicherslots. Ist schon sehr angenehm im Vergleich zu früher, wo es wirklich so hart war, dass man da gar nicht speichern konnte. Heißt, wir werden es natürlich ab und zu auch nutzen, aber jetzt fangen wir einfach nochmal von vorne an und schauen, dass wir es gut machen. Stimmt's? Genau, ich rede auch mal vielleicht ein bisschen was. Ich belabere jetzt hier die ganze Zeit so voll. Also der gute Phil ist auch wieder am Start. Wie geht's dir? Ganz gut. Ganz gut. Bin immer noch ein Casanova. So scheiße. Ja, der Casanova, ne? Freust du dich wieder aufs Spiel? Definitiv. Ich hoffe, ich werde heute nicht ragen. Sollte ich eigentlich auch nicht. Aber das ist natürlich die Frage. Vorteil. Wenn euch das Ganze gefällt, könnt ihr gerne mal ein Like da lassen. Oder auch ein Abo, wenn ihr wollt. Aber das ist ja eh, ihr wisst Bescheid. Wir fangen lieber gleich an. Echt? Ja. Ist ja kostenlos, ne? Ja. Es gibt da neulich mal meine Oma so mir, so David, ja, man kann nicht so abonnieren. Ja, wie viel kostet denn das Abo? Dann ist so, ja, sag mal, das ist YouTube, da ist das Abo kostenlos. Das ist ein bisschen unglücklich formuliert irgendwie. Ja. Weil eigentlich würde ich mit Abo irgendwas verbinden, was kostet ein bisschen ist, ne? Ja. Ich sollte nicht zu viel rumlabern. Ich hatte nämlich schon öfters mal in meinen Kommentaren geschrieben, ist nicht nur rumlabern, sondern anfangen zu spielen. Schnauze halten und einfach zocken. Ja, aber es wird so ein Einstieg, nett, du mal ein bisschen was redet und dann steckt mal gemütlich ins Spiel rein. Ich kann ja euch in die Videokommentare den Timestamp da tun, immer wenn ich direkt anfange zu zocken, wenn ihr das Gelaber davon nicht hören wollt. Weil es wollen nicht viele hören. Tja. Oder ich könnte das Video auch einfach auf schneller laufen, wie gestehen. Wer will das? Machen viele Leute das alles. Die Leute sind auf doppelter Geschwindigkeit. Das ist alles. Muss man sich, also bei längeren Videos ist das jetzt alles so. Ist gewöhnungsbedürftig, aber warum nicht? Stimmt. Warum nicht? Außer mir. Ja, da geht es weg, aber dann redet einfach so laut. Ja. Wir fangen mich jetzt dahinter. Einfach mal an. Jetzt. Ah. Go. Go. Auf ein neues Multiplayer. Nein. Kriegst du auch mal gebacken. Ja, tu das. Das war direkt. Es ist gewöhnlich bedürftig, dass man da nicht irgendwie so kann oder sowas. Wie passiv spielst du denn? Ja, lieber auf Nummer sicher gehen, ne? Okay, soll ich vielleicht auch machen. Schön die Münzen einsammeln, damit du auch ein Up bekommst. Richtig, wenn man 100 Münzen bekommt, bekommt man ein One-Up. Das ist ja im ersten Teil noch so. Ist immer so, oder? Ja. Also soweit ich weiß. Ha! Okay, es war stimmt, dumm. Ist wirklich besser, vorsichtig umzugehen damit. Ja, man sollte nicht auf Gumpa, die man schon erledigt hat, draufhauen. Der hat jetzt eine Feuerblume gegeben, aber da gibt es bald wieder eine. Für mich, weil ich es gehabt. Dann nehmen wir halt die nächste. Ja, boah! Entschuldigung, aber... Was? Stimmt doch nicht, Mann. Okay, das war jetzt fahrlässig. Was hast du erwartet? Ah, Digga, das ist nicht so... Das war, ich kenne das Level End auswendig, ich weiß nicht, was die gerade schief lief. Schauen wir mal, wie weit du jetzt hier kommst. Ja, jeder macht nur mal als Fehler ab und zu. Ich kill die gar nicht, die bringen dir nichts, oder? Ja, das, natürlich. Das ist an sich, man muss nicht alle umbringen. Du kamst hier mit Mimimi. War eigentlich lustig, dass es bei der Feuerblume der Typ einfach in Mario verwandelt, ne? Ja. Weil die nicht den Luigi als Feuerblume fixen wollten. Das ist schon irgendwie lustig. Erstmal schon. Was ist eigentlich gerade mit meinem Tod, dem ich drin wollte, ist, man muss nicht auf alles draufhauen, was einem da in die Quere kommt. Ihr seht, es ist nicht immer hilfreich. Ist ja auch so, ja. Scheiße. Aber es ist eh nur noch eine Frage, deshalb bist du wieder hier, Adios, Amigo Sachs, deshalb. Ja. Kann man gespannt drauf sein. Ja.
Es wird ein Soundtrack auch so legendär in dem Spiel. Das wurde so oft vermimt. Aber es ist echt cool. Ja, das ist das Original. Die geile Stimmung. Ja. Überlegen. Ja, auch die Szenen sind alle nicht das Rätsel. Das ist witzig. Ja, sind auch noch Feuerdings, ne? Voll halt. Ja, aber ich glaube, wir waren da. Das war ein Fehler. Warum? Ah, ja, du hast noch eine Blume. Hey. Die kann ich ja nicht stacken, also insofern. Aber ich glaube, es gibt Münzen. Weil, ich glaube, im ersten Teil gibt es noch gar nicht mal. Nee. Ja, ich bin zu voll, da jetzt hochzuklettern. Ich glaube, das wäre nicht wirklich möglich. Doch, was? Das wär's da nicht oben. Ja, doch, man springt, aber es ist alles. Nur mal sicher. Ja, meinst du, tue ich auch so einen Trigger hin, aber ja, da kommt man hin. Das triggert mich gerade, das ist so derbe, eigentlich bin ich ja besser drin. Sagen sie alle. Das ist fucked. Ich bin da vorhin auch im Weitergekommen, als du anfängst. Ja. Ich find's nervig, dass man dann vor allem wieder ganz klein wird. Anstatt einfach eine Stufe kleiner. Ja, das ist so that's live. Ich glaube, hier hast du im letzten Part, aber hier kommst du weiter. Ich wollte dich mal nicht umgang. Aber auch mehrere Übungen wette also bekommen. Ja. Ja, nee, ich hab's selbst schon mal gespielt, aber das ist ein Jahr her. Naja. Ich hab's einmal mit einem Freund durchgespielt, aber das ist ein Jahr her. Wie lange hat's eigentlich gedauert dann? Ich meine, es ist ja eigentlich ein relativ kurzes Spiel. Ich kann es auch echt viel, ne? Ja. Weil ich glaube, ich hab's den letzten Part schon erzählt, damals gab es nämlich gar keinen Speicherslots. Ja, da haben die das wirklich, musste man es im Eindruck durchspielen, weil beim Gameboy war das der letzte Part, wo du was mit Gameboy erzählt hast? Ich weiß dazwischen den Part. Oder auch zwischen den Part. Da machst du irgendwas so. Wegen, dass beim Gameboy auch war. Da meinte ich so, den kann man zuklappen. Gameboy und zuklappen ist nicht. Da war es einmal ganz so ein Gedanken abwesend. Tja. Du willst den Gameboy zuklappen? Ah, doch, natürlich. Doch, der klappbare. Ich hatte gerade einen nicht klappbaren in den Kopf. Aber ich hab mal selbst den man zuklappen kann. Da gab es ja mehrere Modelle. Ich glaube, den Gameboy, wie hieß denn der? Also es gab bei einmal den normalen Gameboy, den klassischen, den Capman, der hat dieses Handy-Format in Anführungsstrichen. Dann gibt es den Gameboy Color, der ein bisschen dicker ist. Dann gab es den zusammenklappbaren. Mhm. Ich habe bis jetzt tatsächlich den zusammenklappbaren. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Erst Level. War. Checkpoint. Alle Leute, gab es einen Checkpoint. Reg dich nicht auf, du bist einfach scheiße. Digga, wie geht das jetzt hier auf Benutzt einmal? Mal B. Damit kann man übrigens sprinten. Ja, ich weiß. Das ist. Es kann sowas eigentlich. Mann, was zapft es hier gerade für Riesenrestmüll? Alter. Riesenrestmüll. Fuck, hab ich's doch nicht geschafft. Riesenrestmüll. Ey, was kann ich? Was so ein Scheiß. Wir sind beide so scheiße gestorben. Ja, aber du. Aber das ist traurig. Wegen mir gibt's das hier voll früher gemacht. Weil hier scheiße, ey. Ich glaube, wir werden das Game nicht durchbekommen, wenn wir so weitermachen. Ja. Boah. Mann, ich mag die Stage nicht. Ja, und das ist auch erst der Anfang, ne? Da gibt's noch deutlich schlimmere. Ja, genau, deswegen mag ich die nicht, weil man nicht gescheit in die Luft umkehren kann. Das hasse ich irgendwie. Ja, das ist halt Retro, ne? Also jetzt, wann ist das? Digga, die erste kann's in- und auswendig eigentlich. Wir haben beide nur noch ein Leben. Und wir sind erst beim zweiten Level. Helft uns, bitte. Wir sind sowas von schlecht. Sollst du vielleicht mal ein paar Münzen sammeln? Eventuell. Muss sagen, auch die Steuerung natürlich ist irgendwie irgendwo gewöhnungsbedürftig, aber das ist ja keine Erzählung. Vor allem, wenn es immer irgendwie manchmal gar nicht reagiert. Oder viel zu spät. Stimmt. Oder doch die Münzen. Sprint doch mal. Chill, ja. Ich hab's mal geschafft, das Wissen runterzufallen. Also okay, das traurig. Alles möglich war. Es ja, war das kann immer mal passieren. Der kommt zurück. Ja. Ich dachte, die werden aus dem Bildschirm raus, wenn die hinten sind. Tja. Life is sad. Ja, Digga, wie sie können die hohen so nicht umdrehen? Und du nicht? Also ist jetzt so ein das. Das Life ist eine Anzeige raus. Das Life ist eine Anzeige an Nintendo. Und mein Mikrofonarm fällt runter und ich merke das nicht mal. Ja. Ich meine, bei mir ist einfach wunderbar abgeschnitten. Ja, der Arm ist halt einfach, der ist am Abnippeln. Dieser Arm ist am Abnippeln. Ja. Es ist Fakt. Ich muss mir jetzt mal, ich habe bald wieder Geld bekommen.
Das wäre halt eure Weihnachtsgeld. Da muss ich mir jetzt mal den... Aber die Münzen hat doch den Pelz, Mann. Da muss ich mir den, ich glaube, die Gegner, die holen, die bringen Münzen, ja? Nee. Nee, aber ich habe mal gesehen, weil wir den Geld bekommen, da, und davon mussten wir mal, Dings. Besser Mikrofon abholen. Kommst du nicht hoch? Was willst du? Der hätte schon viel früher springen müssen. Bald ich. Chill. Ja. Wie passt die da durch mit ihrem fetten Kopf? Tja, Hitboxen sind nicht immer fair. Komm zurück. Spring weiß. Doch drüber. Mach so. Mann. Ja, manche gehen zurück, manche fallen runter. Das ist höchst kurios. Welches ist von Selbstmord entscheiden? Geil. Und weißt du nicht? Weißt du noch, wie du da verreckt bist im ersten Part? Kann gut sein. Stimmt, das war es ja dieser Stelle. Ja, ja, nicht mit der davor. Ich find's auch so räudig, wie die eine Hitbox haben von der Seite. Genau das meine ich. Dass man nicht durchspringen kann. Ich war es absolut. Ah, Mann, was da oben? Alter, wer ein armer Zuschauer. Oh, du sagst nochmal. Oh, ja, ich bin auf YouTube geworden. Davor erstmal Prosit hier. Das ist der Bier. Falls wir Russen haben. Mit deinen drei Wörtern, die du auf Russisch kannst, willst du wieder Obergusse hier mit deinem... Nein, ich kann kein Russisch, das weiß ich auch. Ha, sagst du. Da, 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 da. Ich bin halt ein Casanova. Spaß. Ah, du mit deinem Casanova, ey. Ist ja nur ein Joke, Alter. Ich weiß. Reg dich ab. Oh nein! Und falls ihr euch wundert, ja, wir haben die gleichen T-Shirts an. 5 Wochen am Stück, wenn wir es aufnehmen. Spaß. Ich nehme es dann ein Stück auf. So, lul. Ich denk da schon ein bisschen voraus und du hast gerade einfach diesen Kackspilz vergessen. Ja, ich weiß. Also irgendwie ist es traurig. Du bist. Das ist ja das Ding, da muss man viel mehr nachdenken, wo man hingeht, weil man kann nicht mehr zurück. Ja, du bist so Feuer Mario, dann hättest du einmal einen Gegner und schon bist du wieder ganz klein. Ich weiß. Das ist das Miese. Die Laufgrafiken sind auch so geil. Die Laufanimationen. Das heißt, da ist auf die Münzen. Gleich 2 Pixel. Ey. Ah! Du hast das Level schon fast geschafft, Alter. Wenn ich jetzt dagegen Kuba knallt, dann wäre direkt wer, Alter. Junge, sprint doch mal. Schön doch daneben. Nein, ist einfach traurig anzusehen. Das Miese ist, du kommst halt weiter als ich. Natürlich. Natürlich kann ich sprinten, aber mit der Schnelle ist es nicht unbedingt getan. Ja. Wird man lieber langsam und behütet. Hä? Alter, du schreist doch mich hier nicht, Mann. Hier muss man... gesickt entlang. Na, ein Stück durchrennen, meinst du? Was machst du? Das erwischt dich nicht. Da verreckst du. Da verreck ich jetzt. Ja. Tja, Game Over für Mario. Das ist eine... Salty. Ich glaube, wenn die beide mal verrecken sollten, macht danach wirklich immer nur einer weiter, weil sonst zieht sich das viel so lang. Mhm, definitiv. Ich meine, das ist nur das immer sehen, wo der andere reingeblieben ist, aber das zieht sich dann noch viel so lang und wir tun keinen zweiten Part hochladen, wo man nur der Partie wird dann definitiv länger als der letzte. Ich mach's auch lieber vorsichtig, ich meine, ich bin. Ja, weil man jetzt hast du ein Leben und so. Leben am Limit, aber wirklich. Oh, lol, da kann man. Bruder, dass das möglich ist. Nein! Ich hab doch. Mann, man drückt eine Taste und es reagiert einfach nicht. Ach, das ist klar. Ich sprinte, er fängt an zu sprinten. Na, verreck ich halt. Ist halt mies. Also, wir machen jetzt Singleplayer, probieren da unser Glück und wechseln es einfach immer ab. Dann ist der Ballern und dann. Das wäre halt genau das gleiche wie Two-Player-Mode, aber. Nee, aber da bist du auch noch dabei. Wir haben trotzdem gleich ein Leben, ach egal. Wir können auch wieder Two-Player machen. Egal. Die armen Zuschauer. Ja, doch, Two-Player ist irgendwie witzig. Weil, ja, richtig, weil wenn einer verreckt, dann kann er. Das Ding ist aber halt, wenn du halt so ein viel weiter bist und ich mal verrecke, hängst immer noch bei den ersten Leveln, weißt du? Ja, aber ich nicht. Ja, was du siehst, ist schon trotzdem immer ewig. Ja, okay. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß. Das ist doch da nicht so geil. Ja, okay. Dann leg ich nicht hier hin. Und bevor ich mach einfach das erste Level, dann machst du hier einfach mal weiter, ne? Mhm. Weil ich kenne das Spiel, sondern spielst du. Thank you.
Bist du unten lang? Und das ist immer ein schlechterer Weg. Brutaler Mensch. Was bist du? Siehst du? Gibt Münzen. Oder Zeit war es sogar. Irgendwas sind auch Münzen. Nee, es gibt nur Punkte. Die ja, bringen halt nichts außer Ruhm und Ehre. Rum. Ich bin mir rum. Wer kennt's nicht? Ich kenn zu viele Witze, die da dazu. Die Punkte, die rumgeben. Mann. Mach ich Level 2, oder? Na, du ab Level 3 machst du. Okay. Darf man schon dann durch das Spiel. Toll, darf ich wieder alles allein machen. Ja, wie gesagt, anders funzt das nicht. Ja, ja. Das dauert zu lang. Funzt das nicht? Warum sagt man zu funzen? Das ist, das ist ein neues Jugendwort. Das liest man immer häufiger. Im Internet. Im Neuland. Der Meme ist irre geil, weil er alt ist. Also, das ist was hast du gesoffen, Alter? Wieso? Dass du den 5 mal nicht getroffen hast. Das sind übelst viele Münzen drin. Hol dir die Münzen da drin. Wo? In dem Block da. Töt ihn. Ah. Das war's. Ich hab Lack gesoffen. Aha. Ja, ich hab nur drauf gewartet, bis du es gesagt hast. Ist schon zu spät. Fuck! Das ist so lächerlich, manchmal. Wenn ich kill das jetzt alle den anderen Restmüll, der mir entgegenläuft. Ich sehe mal schon etwas. Die kommt ja immer lang. Aber die sollten nichts verreckt sein. Nein, das ist es. Er hat noch nicht geladen. Rage Quit am Start. Aha. Was? Was hier? Wie? Ist das möglich? Alter. Okay, komm, danach darfst du jetzt. Rage-Quitter. Wenn du es jetzt nicht schaffst, das Level zu beenden, dann spiele ich weiter, oder ja, was? Ja, Sil, danach machst du dann. Ja, ich habe ihn nur gefragt. Ich mach bis in meinem Game Over und danach machst du. Das war endgültig. Toll, das heißt, ich werde die ersten 5 Level komplett in- und auswendig können. Danach. Die kann es eh schon auswendig. Trotzdem, fail ich. Weil ich. Das triggert mich, das müsste die eigentlich alle. Das ist immer so, das war schon immer so. Ich. Ob. Junge, das ist der erste Teil, ich sag, das war schon immer so. Von rückwärts gesprungen gerade gesehen. Du bist eine Rückhand. Was ist denn eine Rückhand? Ach egal, ich halte mein Mann einfach. Ist ja besser so um ganz Herz. Triffst die anderen beiden damit nicht. Du hast echt Lack gesoffen. Nein. Das ist traurig. Was schon? Mann. Das schränkt deiner Arm. Jetzt gib her. Da oben lach es noch. Bevor der ganze Scheiß losging, da oben lachte es noch. Tja. Und jetzt hast du Suizid Gedanken Spaß. Soll ich spielen für dich? Mal sehen, wie weit du kommst. Jim. Aber stopp mal, wenn wir jetzt weit kommen, wir speisen jetzt nach jedem Level ab. Scheiß auf alles. Sag mir davor Bescheid, weil immer, wenn ich speisern tue, ist die Aufnahme du gehst kurz pausieren, damit das nicht so aussieht. Was? Du gehst dann schnell pennen, oder was? Was so ein Einstapel zu. Ja. Ne, wisst Bescheid. Da ist nichts mehr drin, ey. Gut, das ist. Oho. That's the way. Oho, oho, I like it. Ah ja. Und man kennt's. Scheiße. Was ich nicht machen soll. Sterb. Manchmal ist es echt nervig. Irgendwie. Vor allem, weil es keinen Walljump gibt. Warte. Das ist mies. Ja, das ist wirklich mies. Fällst du runter, denkst du so. Jetzt ein Walljump. Jetzt hast du das erste Level geschafft. So, da sind wir wieder. Nach einem kleinen Cut. Nach einem kleinen Cut, genau. Wir sind im nächsten Level drin. Bereits? Ja, bereits im nächsten Level hier am Anfang. Soweit ist das alles ja ganz harmlos und nett. Wir tun es nach. Wir tun es. Ja.
Wir speichern dir immer mal wieder das Wissen durch, damit. Wenn wir verrecken, einfach nicht komplett ausrasten. Spaß. Genau, da tun wir immer nicht der Wissen speichern, aber das ist ja. Ich habe ja mit Fabian letztes Jahr den Super Mario Land für den Gameboy gespielt. Und da haben wir auch, dass unser Emulator immer die Funktion genutzt, nach jedem Level immer, wenn es in eine schwierige Stelle kam, das Wissen gespeichert. Ihm ist es nur weg, aber. Ich glaube, der hat irgendwie immer tausendmal das Wissen gespeichert. Wenn man denkt, wie scheiße das dann im Original war, und man einfach nicht mal eine Möglichkeit hatte, irgendwas Wissen zu speichern, denkt man schon so. Die haben Kinder damals. Das waren echte Pro-Gamer. Ja. Ich glaube, ich stehe nicht nach oben. Ich weiß, dass ein Secret ist. By the way. Ja, ja, ich weiß. Wir wollen die. Ich meine, für die Zuschauer. Oh. Wir wollen die Welten ja sehen. Die Welten. Nee, ja. So. So oder lo. So oder lo. Mach Speier 1. Oder mach. Nee, stopp. So. Ja, das war's dann soweit mit dem Part für heute. Sind eigentlich nicht weitergekommen. So ein Dreck. Wir sind halt einfach jetzt vom Multiplayer auf Solo-Player gewechselt. Singleplayer, aber das ist halt auch eine wichtige Erkenntnis. Hm? Tja, dafür hat man echt ein Video gebraucht. So macht man Klicks. Mei, wieso nicht? Das ist um Nintendo zu zitieren. Fails ist eine Sache, die gehören zu Let's Play dazu. Let's Play gehört nicht geschnitten. Also, das heißt, natürlich, wenn man Source mal fällt, klar, das muss dann schon rausgeschnitten werden, aber. Wir haben gerade nicht Source mal gefällt. Eben. Und ich hab nur Speicherprobleme. Ich finde, natürlicher Spielfluss von Let's Play heißt, dass man das Spiel durchspielt. Nicht, dass man immer, wenn man mal vor 5 Sekunden nichts redet, das rauscuttet. Gibt da nicht, was kannst du, ne? Let's Play, da wird immer alles, die Hälfte rausgecuttet. Ich finde das schrecklich. Let's Play muss von Anfang bis zum Ende sein, ist einfach ein normales Spiel. Man setzt das hin, zockt das Game, kommentiert es, fertig. Es gibt Ausnahmen, aber. Da muss man nicht viel rumschneiden. Das ist kein Display mehr. Das ist vielleicht ein Game oder ein Comedy-Video. Das Comedy-Video. Aber das ist kein Display. Da kann man auch so viel rumschneiden. Das kann schon erst geil sein, das Video auch mit rumschneiden, mit Effekten, aber das ist dann kein Let's Play. Oder mit Händewackeleffekten. Das, ja, das ist so, ja, ist irgendwas anderes, aber kein Let's Play. Da isst du immer gerne mit meinen Händen auch zeigen, was das will. Gestikulieren, das ist hilfreich. Bei der Campy geht es so schön, aber was der Mann sehr nehmen, aber nicht bei. However, das war's mit dem Video, meine Freunde. Danke fürs Zusehen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Ich auch. Ciao. Man sieht sich. Und ciao.